ich finde das Zitat super, weil wenn da irgendeine Möglichkeit besteht, dass dich das wirklich glücklich macht, dann riskier es, was soll passieren. Ja. Das Leben ist so kurz, man ist nur einmal in diesem Moment, man ist nur einmal in diesem Alter, in dieser Lebensphase. Mhm. Und wenn du diesen anderen Weg einschlägst, du kannst immer noch zurückkommen. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Philosophie Gelb, ein Zitat, dein Leben. In meiner Sendung spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten, mit Impulsgeberinnen und Impulsgebern, die sehr mutig und sehr individuell ihr Leben führen. Mit dem Ziel, euch Mut zu machen und euch Möglichkeiten zu zeigen, wie auch ihr ein individuelles, sehr mutiges Leben führen könnt. Ja, und mein erster Gast ist die österreichische Bloggerin und YouTuberin und Impulsgeberin zu dieser Sendung, Anna-Laura Kummer. Danke für die Einladung. Sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Es ist ein paar Monate her, als wir in New York bei einem Gespräch saßen, im Spread House in der Lower East Side, und du mich auf diese Idee gebracht hast. Also auch diese Sendung beruht schon auf einem Impuls. Und deswegen finde ich es jetzt wirklich schön, dass wir hier sitzen. Das freut mich wohl, ja. Für die, die die Anna jetzt noch nicht so kennen, die Anna ist eine YouTuberin, eine Bloggerin, hat, glaube ich, auf YouTube knapp 280.000 Abonnenten, auf Instagram 128.000 Abonnenten. Und das ist alles sehr beeindruckend, aber deswegen bist du nicht da. Ja? Du bist da, weil du so mutig und individuell deinen Weg gehst und das mich so sehr beeindruckt. Ich würde dich bitten, Anna, dass du mal kurz etwas für die Zuseherinnen und Zuseher, die dich nicht kennen, einfach mal ein bisschen was über dich sagst, was du machst. Also ich bin 22. Ich habe in meiner Jugend immer wieder gerne YouTube-Videos geschaut. Mich hat das immer beeindruckt, wenn Leute ihren Weg eben gehen oder von ihren Erlebnissen berichten. Und ganz speziell ging es bei mir am Anfang darum, ich bin nach Amerika gegangen, habe ein Auslandssemester gemacht. Ich war einfach immer schon sehr zielstrebig und stur und wollte immer weg und wollte immer was erleben und habe das eben mit 15 gemacht. Und davor wollte ich mich aber irgendwie zuerst inspirieren lassen von anderen, die das gemacht haben, wollte sehen, wie es denen gegangen ist, und habe eben auf YouTube Videos darüber geschaut. Allerdings gab es sehr wenig, gerade im deutschsprachigen Raum. Und dadurch, dass mich auch Kameras immer sehr interessiert haben, habe ich mir dann einfach gedacht, weißt du was, ich mache es einfach selbst. Ich fülle diese Lücke im Markt sozusagen und berichte über mein Auslandssemester. Und wie ich dann nach Hause gekommen bin, dachte ich, es wäre vorbei. Aber die Leute wollten dann immer mehr sehen und wollten mehr von meinem Leben sehen. Und irgendwie dachte ich mir, okay, dann mache ich das einfach so nebenbei. Und dieses Nebenbei, dieses Hobby, war drei Jahre lang nur mein Hobby. Und dann am Ende meiner Schulzeit, in der letzten Klasse eigentlich, hat sich das zu einem Beruf entwickelt. Und ich bin dann auch danach gleich nach Wien gezogen und habe einfach mein Ding durchgezogen und war selbstständig. Und ja, mache das jetzt seit 7 Jahren. Anna, ich habe 3 Zitate für dich. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde sie dir jetzt vorlesen, die 3 Zitate, und dann bitte ich dich, für ein Zitat zu entscheiden. Das erste kommt von Albert Schweitzer und lautet: Viele Menschen wissen, dass sie unglücklich sind, aber noch mehr Menschen wissen nicht, dass sie glücklich sind. Das zweite Zitat kommt von dem Schriftsteller Paulo Coelho. Was andere Menschen von dir denken, ist nicht dein Problem. Mhm. Das dritte kommt von dem indischen Philosophen Osho, der sagt: Vergiss die Idee, jemand zu werden, du bist schon ein Meisterstück. Du kannst nicht verbessert werden, du musst es nur erkennen, realisieren. Mhm. Für welches würdest du dich entscheiden? Ich mag sehr gern das erste und das dritte. Mhm. Ich finde, wir hatten gestern sogar ein Gespräch und du hast es schon erwähnt, dass eines der Zitate sehr gut zu mir passt. Mhm. Und ich glaube, das dritte trifft es auf den Punkt. Ich habe während einer Meditation schon einige Male das erlebt, dass ich sozusagen mein zukünftiges Ich gesehen habe und, mhm, und beeindruckt war von der Person, die ich getroffen habe, von den Charaktereigenschaften, von den Stärken der Person, und wollte diese Person werden und wurde dann in einer geleiteten Meditation so weit gebracht, dass die Person gesagt hat, hey, du bist schon diese Person und du kannst noch mehr diese Person werden. Mhm. Und ich glaube, dass das dritte Zitat deswegen sehr, sehr treffend ist. Mhm. Deswegen habe ich gestern ein bisschen grinsen müssen bei unserem Essen. Ja. Bist du ein Meisterstück, Anna? Bist du schon ein Meisterstück?
Es schlummert sehr viel in mir, was ich immer mehr entdecke. Und ich glaube, umso mehr ich lese und lerne und reise und Leute kennenlerne, desto mehr sehe ich das Potenzial sozusagen, das ich auf jeden Fall noch ausschöpfen muss. Und ja, ich glaube, dass jeder irgendwie sowas in sich hat und das erst wecken muss. Was mir bei dir so auffällt, ist, du machst ja äußerlich sehr viele Reisen natürlich, auch in deinem Job natürlich. Was mir aber auch besonders auffällt, du machst innerlich sehr viele Reisen. Und du teilst diese Reisen dann wieder außen, also im Außen. Also man merkt richtig, wenn man dir folgt, wenn man dir auf Instagram folgt oder auch auf YouTube deinen Videos, dann merkt man, wie du sozusagen, meines Erachtens nach, deine inneren Räume immer mehr erkundest. Was ist da? In einer doch auch sehr bescheidenen Art, weil ich kenne dich auch, wenn ich das so sagen darf, dass du ja auch des Öfteren Selbstzweifel hast. Ja, du hast doch das Gefühl, manchmal zu wenig zu wissen. Ja. Und deswegen habe ich auch dieses Zitat für dich ausgesucht. Ganz bewusst aus diesem, also eines, dieses Meisterstück. Und, und was ich bei dir so schön finde, ist diese Verbindung, die du schaffst zwischen dieser äußeren Welt und dieser inneren und gleichzeitig sie erkundest. Was ist für dich die schönste Reise? Also für mich, ich wachse beim Reisen so sehr. Und es, wie du sagst, das ist ein Zusammenspiel aus äußerlicher Reise. Ja, ich reise jetzt in irgendein Land, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, wo ich aus meiner Comfortzone sozusagen raustreten muss und irgendwie etwas erlebe. Und gleichzeitig wächst man so sehr innerlich und es ist eben, wie du sagst, eine innerliche Reise. Und ich teile das eben sehr gerne, weil ich finde, es ist wichtig, gerade in so einer Welt, gerade Social Media oder eben alles online, ist sehr poliert und auch mein Instagram-Profil scheint vielleicht sehr perfekt zu sein, aber es geht auf jeden Fall sehr in die Tiefe, gerade in meinen Stories oder auf YouTube, wo ich über verschiedenste Themen rede und mich ungeschminkt zeige und einfach allen Leuten teilhaben lasse auf meinem Weg. Und ich glaube, gerade dieses Jahr, die letzten 12 Monate, waren für mich eine sehr, sehr große Reise, weil ich das Gefühl habe, dass ich sehr wissbegierig geworden bin. Ich habe sehr an mir gearbeitet, aber jetzt nicht so wie so Neujahrsvorsätze, wo man sich komplett ändern möchte, sondern einfach wirklich ganz natürliches Wachstum. Verschiedene neue Routinen eingebaut, einfach mich verbessert sozusagen, aber jetzt im besten Sinne. Und das war für mich auf jeden Fall bis jetzt eine Reise. Und ich glaube, ich habe das noch nie so erlebt wie in den letzten 12 Monaten. Was war das Ausschlaggebende? Was war das Bestimmende in den letzten 12 Monaten, warum da gerade so viel passiert ist? Das wirst du wahrscheinlich sehr gut verstehen können. Ich glaube, es war hauptsächlich New York. Ich bin vor circa einem Jahr, fast genau einem Jahr sogar, war ich in New York für 3 Wochen und daraufhin mehrere Male in den letzten 12 Monaten. Und die Menschen, die man da kennenlernt, sind einfach sehr inspirierend, weil sie ihren Weg gehen, weil sie sie selbst sind, weil sie offen sind. Und das muss jetzt gar nicht irgendein erfolgreicher Businessmensch sein, den ich da getroffen habe, sondern einfach nur die Leute auf der Straße, die die Kunst verkaufen oder die dich ansprechen oder die Leute eben in Restaurants, die plötzlich auf dich zugehen oder in Bars, die Gespräche mit dir starten, wo du dir denkst, wow, das habe ich jetzt nicht erwartet und irgendwie finde ich das ganz cool, dass du dich das traust so auf die Art. Weißt du, was ich meine? Und für mich war das, dass diese Gespräche, die ich mit Leuten hatte, das hat mir irgendwie echt viel gegeben als Person, weil ich realisiert habe, wie viel es da draußen in der Welt gibt und wie viel ich noch gar nicht weiß. Und gerade also so banale Dinge wie, weiß ich nicht, Filme. Also ich habe zum Beispiel davor, ich wusste, meine Mutter zum Beispiel liebt Woody Allen und ich habe Woody Allen-Filmen nie eine Chance gegeben, weil ich mir gedacht habe, das ist was meine Mama mag, das mag ich nicht. War so richtig kindisch und irgendwie in den letzten 12 Monaten dann irgendwann habe ich mir gedacht, weißt du was, jetzt schaue ich mir einfach ganz viele Woody Allen-Filme an und ich liebe sie. Und habe einfach so viel für mich entdeckt, was ich davor irgendwie ignoriert habe, weil ich einfach stur war oder... Was hast du denn am Woody Allen-Film zum Beispiel? Was sagst du, was beeindruckt dich an einem Woody Allen-Film? Was hat dich weitergebracht? Zum Beispiel Midnight in Paris. Das ist einfach so, es gibt so viele charmante Stellen, wo ich einfach schmunzeln musste oder lachen musste, gerade das Ende war einfach super. Oder was Whatever Works mit Larry David. Ich finde Larry David einfach so lustig. Er ist ein wirklich toller Comedian und das Zusammenspiel von Woody Allen und Larry David war für mich einfach in Whatever Works, in dem Film, super zu beobachten. Also da gibt es so Stellen, wo der Larry David sich plötzlich zur Kamera wendet und mit der Kamera spricht, was du in Filmen nicht merkst, also nicht kennst und die Leute im Hintergrund denken sich so, mit wem redet er da? Und es ist einfach, dieser Film wird unterbrochen mit einem Monolog, wo der Larry David einfach mit der Kamera spricht und so viele
Dinge wirklich auf den Punkt bringt. Und ja, also mich hat das voll beeindruckt. Und deswegen, ja, habe ich einiges für mich entdeckt in Amerika, was in mir geschlummert hat, so wie in dem Zitat mehr oder weniger. So wie du jetzt auch strahlst und über New York erzählst, weil wir kennen beide New York jetzt sehr gut. Es hat New York auch eine andere Seite. Ich glaube, New York ist eine Stadt, die in dir ganz viel hervorbringt. Es ist keine Stadt, die dich auf einem gewissen Level sozusagen immer, wo du auf einem Level dahin gehst, was ich öfters in Wien so empfinde. Das ist, eine sehr, das ist so Comfortzone für mich, genau. Wien. Das ist Comfortzone. Das ist schön, das ist gut, da ist alles. In New York habe ich den Eindruck, dass es wirkliche Höhen gibt und auch wirkliche Tiefen. Ja. Also du rauschst da manchmal in Tiefen runter, die dich wirklich schon an den Rand von deinen Möglichkeiten, von deinen Kräften bringen. Wie geht's dir damit? Ja, also du hast recht, New York ist eine mehr oder weniger eine Achterbahnfahrt für mich. Es gibt sehr viele Highs und sehr viele Lows. Hauptsächlich, weil ich einfach nicht wirklich viele Personen kenne in New York und es ist sehr schwer, Freunde zu finden. Ich habe dir auch einmal ein Buch empfohlen, das heißt The Lonely City. Ich habe es zwar noch nicht ausgelesen, aber der Anfang ist schon sehr beeindruckend und hat sehr viel für mich aufgeklärt, beziehungsweise habe ich sehr viel erkannt, was ähnlich ist wie bei mir. Und zwar geht es da hauptsächlich darum, dass New York einfach wirklich eine einsame Stadt sein kann. Es sind so viele Personen dort, aber gleichzeitig ist es so schwer, also durch diese Oberfläche sozusagen zu gelangen und Personen wirklich kennenzulernen und Freunde wirklich zu finden. Und es gibt zwar sehr viele Personen, die mit dir sprechen, aber es geht nie in die Tiefe oft. Und das war für mich sehr schwer. Also ich habe sehr viele Leute kennengelernt, die echt nett waren, aber wenn ich dann jemanden braucht habe, wenn ich dann irgendwie mit jemandem essen gehen wollte oder nicht abends alleine zu Hause sitzen wollte, war es sehr schwer, da wirklich jemanden zu finden, der so spontan sagt, okay, ich komme mit. Oder das ist irgendwie in Wien anders, habe ich das Gefühl. Und da ging es mir sehr, sehr schlecht. Also auch logischerweise die Lebensqualität in New York. Es ist alles viel teurer. Die Wohnung, in der ich war mini klein und dunkel. Und irgendwie ist das alles ein sehr schlechter Cocktail für die mentale Gesundheit sozusagen. Da kommt dann alles zusammen. Und ich glaube, es ist aber ganz wichtig, dass wir diese Tiefen erleben. Also ich glaube, dass wir diese Höhen erleben und auch diese Tiefen. Und weil meiner Überzeugung nach passiert genau Entwicklung aufgrund von Höhen und Tiefen. Ja. Ich kenne das bei mir genauso. Ich habe in New York Tiefen gehabt, wünsche ich jetzt keinem. Ja? Oder ich meine, du kennst das. Ja? Ja. Aber es waren Tiefen, die mich wirklich weitergebracht haben. Wo es auch, glaube ich, in Entwicklungsprozessen ist es auch ganz wichtig, dass man Schwäche zeigt, dass man Schwäche zulässt, dass man Einsamkeit zulässt. Wir sind in einer Gesellschaft derzeit, denke ich, die ist so Erfolg getriggert. Es muss alles schön sein, es muss alles toll sein, es muss von Erfolg geprägt sein. Ja, es ist Stärke, Kraft, Macht, was weiß ich. Das Leben ist nicht so. Ja. Ja? Und ich glaube, dass ganz viel, also meiner Überzeugung nach, dass ganz viel im Leben passiert, wenn wir schwach sind. Wenn wir im Innern sind, wenn wir, und das ist auch das, was ich bei dir so faszinierend finde, dass du sozusagen, du hast ja einen Job, der per se nach außen gerichtet ist und schaffst es aber trotzdem, ganz viel im Innern zu zeigen. Ich habe das sehr mutig gefunden, als du über diese depressionsartigen Schübe in New York gesprochen hast, auf Instagram. Das ist mutig, ja, weil es ist nicht schön und es ist real. Und das glaube ich. Jetzt glaube ich, habe ich den Punkt, was ich vorher noch nicht gesagt habe, warum du da bist. Du bist da, weil du real bist. Weil du wirklich real bist. Bei dir erlebt man das Schöne, genauso wie jetzt kürzlich dieses Weintrinken, wo du irgendwo im Burgenland warst. Ja? Ja. Das ist lustig. Oder auch die Reise jetzt in Griechenland. Aber man erlebt auch, wie schlecht es dir manchmal jetzt in New York geht, wo du wirklich nicht gewusst hast, wie du jetzt aus dem Loch rauskommst oder so. Ja. Ja. Und das ist Leben. Und das finde ich sehr schön, bei dir zu beobachten. Was würdest du, wenn du jetzt an deine Zeit in New York denkst, einfach so aus dem Bauch heraus, was ist für dich die positivste Eigenschaft, die diese Stadt in dir hervorgebracht hat, und was ist die negativste, die sie in dir hervorgebracht hat? Witzigerweise finde ich, dass diese beiden, positiv und negativ, sehr nah beieinander sind in New York. Und zwar wurden beide Eigenschaften ausgelöst vom selben Impuls sozusagen, habe ich das Gefühl. Also der Impuls war mehr oder weniger, wie soll ich das ausdrücken, die Zielstrebigkeit der Stadt oder dieser Vergleich, den man ständig hat. Ja. Jeder arbeitet bei einem riesengroßen Unternehmen, hat Freizeit, wo man fortgeht, wo man Filme schaut, kulturell gebildet, geht ins Museum. Jeder hat dieses perfekte Leben, jeder hat diesen perfekten Körper, macht Sport. Und eben gerade diese Business-Sachen haben mich so eingeschüchtert irgendwie. Jeder ist connected auf LinkedIn und hat so viele Berufserfahrungen und so viel studiert. Und
die Leute dort sind einfach wirklich Maschinen sozusagen, so unmenschlich teilweise. Und das hat mich, einerseits hat es sehr viel Positives in mir hervorgebracht, weil es mich motiviert hat, weil ich auch so sein wollte, weil ich plötzlich diesen Drang hatte, mich zu verbessern. Aber gleichzeitig hat mich das auch sehr klein gemacht, weil ich mich dann verglichen habe mit denen und mir gedacht habe, oh mein Gott, was mache ich eigentlich mit meinem Leben und ist das überhaupt das Richtige? Und ich sollte auch bei einem großen Unternehmen arbeiten oder bei einem Startup-Unternehmen arbeiten und nicht meinen eigenen Weg gehen. Also es hat mich sehr aufgewühlt und das ist eben sehr oft sehr positiv, weil du dich dann einfach selbst verbesserst. Aber gleichzeitig kann es auch sehr schlecht für dich sein und es wechselt halt ständig bei mir. Es ist, manchmal ist es so richtig gut für mich und genau das, was ich brauche und genau das, was mich die letzten 12 Monate so weitergebracht hat. Andererseits ist es eben auch das, was mir sehr viel Selbstzweifel gibt und wo ich eben in diesen Teufelskreis von, weiß nicht, selbst, also Vergleichen mit anderen und schlechtem Selbstbild und so weiter. Wie beginnt dieser Teufelskreis für dich und wie kommst du auch wieder raus aus dem? Wie beobachtest du das? Er beginnt, also ich glaube, es geht sehr vielen so, wenn man irgendwie wenig zu tun hat. Man hat schon Stress, aber jetzt nicht diesen Stress, wo du von Termin zu Termin rennst und viel mit Menschen unterwegs bist, sondern eher diesen Stress, wo du zu Hause sitzt und einfach arbeiten musst am Laptop. Und da beginnt es bei mir, glaube ich. Wenn ich mich abschotte, und das kennen, glaube ich, sehr viele, die selbstständig sind, und nicht unter Leuten bin, nicht in einem Office bin, nicht Termine habe mit Menschen, das ist eben in New York so, weil meine Kunden sind nun mal in Österreich hauptsächlich, dann bin ich einfach alleine. Und dann nutzt man diese Freizeit, die man zwischen den Arbeitseinheiten hat, eher so, um auf Instagram zu scrollen. Und wenn man dann auf Instagram ist und sieht, ah, die Personen sind auf Urlaub oder die Personen sind voll motiviert und machen Sport und sind um 8 Uhr schon fertig mit, weiß ich nicht, allen Tasks, die sie am Tag haben sozusagen. Und dann sitzt du da in deiner kleinen Höhle in New York sozusagen am Laptop seit 3 Tagen, ohne irgendwie Luft geschnappt zu haben. Und dann ist es echt so ein schlechter Cocktail für das Selbstbewusstsein. Ich glaube, du sprichst da ganz was Wichtiges an. Das ist für Menschen, für junge Menschen, die, oder nicht nur für junge Menschen, grundsätzlich für Menschen, die alleine arbeiten. Ich habe auch einmal allein begonnen. Ich kenne das gut. Ja. Das kann verdammt einsam sein. Ja. Und bei mir war es aber damals noch nicht so, dass es diesen Ausgleich in Social Media gab. Das heißt, ich war wirklich auch gezwungen, rauszugehen. Und ich glaube, diese Einsamkeit, die dadurch kreiert wird, wenn du zu Hause sitzt vom Laptop, ist ja diese Sozialisierung, die du dann praktisch über Instagram oder über irgendwelche Social Media Kanäle erlebst, ist ja eine scheinbare. Du bist ja wieder im Außen. Und das Schöne ist, so wie wir jetzt auch miteinander reden, ist ja diese Connection fehlt. Ja. Ja. So wie wir jetzt im Austausch sind und miteinander reden, da hast du ja diese Verbindung, die Energie des Gebens und des Nehmens, wie wir jetzt besprochen haben. Und das fehlt. Weil du siehst, und du siehst andererseits aber ein Bild, was meistens gar nicht der Realität entspricht, muss man auch dazu sagen, gerade Instagram zum Beispiel, so sehr ich es mag, und es schüchtert dich ein. Mhm. Ja. Wie holst du dich dann aus dem raus? Was machst du? Also es beginnt meistens damit, dass ich meine Mama anrufe und einmal ein bisschen weine. Ja, okay. Das muss sein. Druck raus. Man muss diese Tiefen auch wirklich erfahren, weil ansonsten sind die Höhen, die man hat, nicht so hoch, wenn die Tiefen nicht so tief sind. Das heißt, ich lasse mich mal ein bisschen so, ich habe ein bisschen Selbstmitleid und weine und rufe meine Mama an und bin einfach mal so richtig tief. Und wie ich rauskomme, ich zwinge mich, rauszugehen. Und meistens, was ich mache, gerade in New York, was ich gemacht habe, ist, ich buche einfach eine 7 Uhr, 7 a.m. Yoga-Class. Also ich gehe einfach um 7 Uhr früh zum Yoga. Und zwinge mich, weil ich das buche, und wenn ich es buche, dann muss ich es auch zahlen. Und wenn ich es zahle, dann muss ich auch hingehen. Da zwinge ich mich wirklich, rauszugehen. Und wenn es um 7 ist, dann habe ich nicht diese Ausrede, ah, aber ich habe so viel zu tun und ich darf mir nicht Zeit nehmen für mich. Sondern das ist 7 Uhr, da würde ich eigentlich schlafen. Also, raus. Ich finde, das ist also dieses Rausgehen, wirklich rausgehen, das ist, glaube ich, wirklich der Schlüssel und es ist in der Früh rausgehen. Du hast absolut recht. Ja. Es hat sich ja kürzlich, meine ehemalige Assistentin hat sich ja selbstständig gemacht als Kinesiologin und den Tipp, sie hat mich um einen Tipp gebeten, was ich erraten. Ich habe gesagt, mach dir ein Programm und fang in der Früh damit an. Mach in der Früh Sport. Geh raus. Irgendwas, wenn du jetzt zu Hause bist, noch deine Ordination zu Hause hast, du musst in der Früh rausgehen. Also es ist immer wieder, ich glaube, wir Menschen sind gezwungen, immer wieder rauszugehen. Ja. Wirklich rauszugehen. Und dieses im Web rauszugehen, ist ein scheinbares Rausgehen. Ja. Das zieht ab, das bringt uns jetzt prima vista nichts. Gar und nichts. Das finde ich ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt, dieses Rausgehen. Ich finde es auch sehr schön, was du gesagt hast. Auch etwas, was ich ganz wichtig finde, ist zu weinen.
Ja, Weinen ist größtenteils verpönt. Ich habe dich auf Insta-Story schon mit verhaltenen Augen gesehen. Ja, habe ich. Und das finde ich auch sehr mutig. Ja. Und es ist wichtig, Weinen bedeutet auch Druck abzulassen. Ja. Wenn du sowas erlebst, da baut sich ein enormer Druck auf und das kommt einmal raus, raus mit dem Zeug. Also staut sich das an wie so ein Staudamm und dann irgendwann... Puff. Ja. Und gut. Und ich finde es immer schön, ich weiß ja, dass du auch eine sehr gute Beziehung zu deiner Mutter hast. Also das ist ja auch sehr schön, wenn man dann sozusagen diesen Rückhalt hat und weiß, wenn es ganz... Da rufe ich an. Nur es ist halt immer, ich bereite ja schon sehr viel Sorgen. Dann sagt sie immer, oh, ich steige in den nächsten Flieger. Und ich so, nein, Mama, es geht schon, mir wird schon wieder gut gehen. Diese Tiefen, die dauern nicht länger als 1-2 Tage. Und das Witzige ist, sobald ich diesen Schritt aus der Wohnungstür mache, ins Freie, und manchmal ist das wirklich das erste Mal in 2 Tagen, und kein Wunder, dass es mir schlecht geht. Und sobald ich diesen Schritt wage, denke ich mir, warum war das so schwer? Wieso war das so eine Hemmschwelle für mich, die Wohnung zu verlassen? Aber ich glaube, ich bin sehr introvertiert, und ich glaube, wenn man introvertiert ist, dann sind solche Dinge oft, solche Hürden, weiß ich nicht, so wie andere eine Überwindung, sich überwinden müssen, zum Sport zu gehen, ist es für mich manchmal echt eine Überwindung, rauszugehen oder soziale Kontakte zu pflegen, weil es einfach für mich so, ich denke mir, nein, das mag ich eigentlich gar nicht, aber sobald ich es mache, denke ich mir, wow, mir geht es so viel besser. Und es klingt eigentlich so schrecklich und so eigenartig, aber manchmal ist das echt eine Hürde. Und ich glaube, gerade wenn man in solchen Tiefen ist, aber da geht es ganz schnell wieder bergauf, wenn man das mal überwindet. Aber jetzt teilst du ja dein Leben mit zigtausenden Menschen täglich. Ist das für dich auch ein Gefühl, nach außen zu gehen? Oder ersetzt das dieses Gefühl, nach außen zu gehen manchmal, dass du das... Weißt du, was ich meine? Ja. Oder ist ein scheinbares nach außen gehen? Es ist ja wieder dieses scheinbare nach außen gehen eigentlich. Kann es das auch sein, dass das so zum Beispiel da, dass du denkst, ich bin ja eben mit der Außenwelt in Kontakt, aber eigentlich... Ja, also das ist dieses, man glaubt, man pflegt seine sozialen Kontakte, man glaubt, ist unter Leuten, aber eigentlich ist man nur am Handy und chattet mit anderen. Aber ich bin schon jetzt nicht so die typische Bloggerin, sage ich jetzt mal. Also ich bin schon, meine Freunde wissen das, wenn ich in Gesprächen bin, bin ich nicht diejenige, die am Handy sitzt am Tisch, sondern das Handy ist umgedreht am Tisch oder in der Tasche. Ganz wichtig. Das kenne ich, ja. Gut. Und genau, also für mich, ich bin schon sehr viel am Handy oder eben online, aber versuche auch sehr viel präsent zu sein in der echten Welt. Nur das Problem ist, wenn man alleine ist, dann hat man auch oft keine andere Möglichkeit, als ins Handy zu schauen, um sich nicht so alleine zu fühlen. Und das ist eigentlich sehr schlecht. Ja, wobei, da würde ich jetzt gerne einhaken, das glaube ich, sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, wir haben schon andere Möglichkeiten. Wir können nämlich wieder rausgehen. Ja. Wir schauen, dass der einfachste Weg ist, ins Handy zu schauen. Ja. Das sind wir halt jetzt schon gewohnt, bin manchmal auch nicht anders, sag's wie es ist. Ja. Aber ich glaube, es wäre für uns alle ganz wichtig, wenn wir auch wieder mal den Impuls hätten, bevor wir ins Handy schauen, dieses Rausgehen. Ja. Wenn man eben, was sich ja bei dir eigentlich durchzeichnet, ist immer dieses Rausgehen, tut da gut. Ja. Also ich denke mir immer, bei mir zum Beispiel, ist, wenn ich, du weißt, wie ich New York liebe, und ich denke mir immer, wenn ich in New York aber so leben würde, wie ich in Wien lebe, würde ich die Stadt nicht mögen. Das heißt, wenn ich jeden Tag mit der Vespa von meiner Wohnung ins Büro fahre, dort arbeite und dann am Abend, Spätabend wieder heimkomme und dann wieder schlafen gehe, naja, würde mich New York auch nicht begeistern. Ja. Was mache ich dort? Ich fahre U-Bahn, ich gehe raus. Ich gehe ganz viel raus. Gut, New York ist, wenn du in Manhattan bist, gehst du eigentlich die ganze Zeit. Ja. Also dieses Gehen, ich finde, dass es ganz wichtig ist, zu gehen wieder, viel mehr zu gehen, diesen Kontakt zu haben. Also zwei Dinge, die ich jetzt zum Beispiel vermisse in der heutigen Zeit ist oder die ich finde immer mehr abhanden kommen, ist die Beziehung zu uns selbst, dieses innere Gleichgewicht zu finden, was verlagert wurde ins Handy. Und auf der anderen Seite dieses nach außen gehen, wirklich gehen, nicht virtuell sein. Ja, ich finde, was auch wichtig ist, oft bin ich auf Social Media, um etwas Leuten mitzuteilen, um meine Gedanken niederzuschreiben. Ich berichte auf Instagram Stories von irgendetwas oder ich schreibe mit Leuten oder ich schreibe über meine Gefühle in Instagram-Posts oder YouTube, wie auch immer. Aber was ich oft vergesse, ist, dass man manche Dinge mit sich selbst ausmachen muss. Und das geht verloren, wenn du so ein Leben führst wie ich, wo du einfach alles teilst und alle Gedanken teilst. Sogar du teilst diese Gedanken, bevor du sie überhaupt mit dir selbst ausgemacht hast oder mit dir selbst überlegt hast. Und das hat das gar nicht stattgefunden, sondern es geht gleich raus. Genau, es geht gleich raus. Und das ist oft sehr schlecht. Und ich habe das in letzter Zeit bemerkt, wenn ich einen Block und einen Stift irgendwo in der Nähe bei mir habe, dann versuche ich
einfach wirklich wie Tagebuch zu schreiben, einfach Journaling nennt man das, einfach niederzuschreiben, meine Gedanken und erstmal das bei mir zu haben und nicht gleich mit allen zu teilen, weil das ist eigentlich sehr wichtig, dass man gewisse Geheimnisse sozusagen hat vor Menschen, vor der Online-Welt in meinem Fall und gewisse Gedanken einfach für sich behält und das macht diese Gedanken auch echt wertvoll und schön. Ja, und wenn man dann bereit ist, wenn man das dann geordnet hat mit sich sozusagen, dann kann man das teilen mit Leuten, seine Philosophien oder wie auch immer. Genau, das habe ich in letzter Zeit erst wirklich bemerkt, dass das mir sehr viel bringt. Was ich da so schön finde, für mich ist ja dieses Tagebuch führen, hat ja ganz viel mit Positionierung zu tun. Also wenn ich verschriftliche etwas, es hat ja Sinn, etwas nicht nur reinzutippen, sondern zu verschriftlichen, weil dann bekommt das wirklich Boden, dann bekommt das wirklich Kraft. Und das dient der Positionierung. Das heißt, ich positioniere mich wieder gegenüber dem anderen. Wenn ich immer gleich die Sachen nur rausgebe und dann sozusagen, dann fehlt mir eigentlich die eigene Positionierung. Ja. Und ich würde jetzt noch gerne mal auf das Zitat, reiner Impuls nochmal. Ich lese das Zitat nochmal vor. Und würde dich dann einfach um deinen Impuls bitten, was das jetzt mit dir gerade macht. Vergiss die Idee, jemand zu werden. Du bist schon ein Meisterstück. Du kannst nicht verbessert werden. Du musst es nur erkennen, realisieren. Also eventuell weiß nicht, möchte ich gern davon erzählen, an was mich das erinnert, an diese Meditation, von der ich dir schon mal erzählt habe. Ich finde, das ist sehr wichtig für andere Leute, dass man eventuell das mal in Erwägung zieht, zu meditieren. Würdest du das Beispiel bitte erzählen? Ja, ich erzähle gerne das genaue Beispiel. Ja, also ich war bei einer Meditation in New York. Das war meine erste Meditation, die wirklich geleitet wurde von einer Person in einem Raum mit anderen Menschen. Ja. Und deswegen war ich eher angespannt und wusste nicht, was mich jetzt erwartet und war eigentlich der Meinung, ich könnte mich da jetzt nicht entspannen in der Situation. Aber die Person, die die Meditation geleitet hat, war so gut und hat das wirklich gut rüberbracht, dass ich aufgewacht bin mit Tränen in den Augen, weil es weil es einfach so viel in mir ausgelöst hat. Und zwar war das, man musste sich entspannen mit Atemübungen und wurde dann durch eine Meditation geleitet, die sehr, sehr viel verbildlicht hat, sehr viel visualisiert hat. Man musste sich vorstellen, dass man auf einer Wiese ist, dass man da geht, erstmal alle Eindrücke einfängt und alles beobachtet. Und dann war man auf einer Straße, wo man entlang geht in Richtung deinem zukünftigen Haus sozusagen. Das heißt, es ging darum, dein zukünftiges Ich zu treffen, dein Ich in 10 Jahren. Man musste sich das Haus vorstellen, die Einrichtung, man konnte sich eventuell Kinder, einen Ehemann, wie auch immer, alles Mögliche, was man sich vorstellen mag. Und das Wichtige ist, dass man das Ganze nicht zu sehr pusht, dass man sich nicht versucht, jetzt wirklich irgendwas Irrationales einfallen zu lassen, sondern man muss es einfach auf sich zukommen lassen. Die erste Intention, man muss dem Ganzen einfach einen Flow geben sozusagen. Einfach, was dir in den Sinn kommt, so schmückst du dieses Haus, so schmückst du deine Gedanken aus und so siehst du dein Ich in 10 Jahren. Und ganz wichtig ist einfach, dass du dieses Ich in 10 Jahren eigentlich bewunderst. Also ich kenne keine Person, die diese Meditation gemacht hat, die da irgendwie sich was Schlechtes vorgestellt hat, sondern man sieht sich, wie man gern sein möchte, die ganzen Charaktereigenschaften und man ist so richtig beeindruckt. Man führt Gespräche mit dem Ich in 10 Jahren und am Schluss hat diese Frau gesagt, die Meditation geleitet hat, jetzt stellst du dir bitte vor, dass das Ich in 10 Jahren dir etwas sagt. Möchte dir irgendwas mit auf den Weg geben, irgendeinen Tipp, etwas, wo du einen Rat brauchst. Und danach verlässt du das Haus und gehst auf der Straße wieder in die Richtung, wo du herkommen bist. Und da hat es in mir plötzlich etwas sehr Großes ausgelöst, weil ich habe mir diese Person vorgestellt und es war mehr oder weniger ein Mix aus mir, meiner Mama und allen Personen, die mich immer schon beeindruckt haben. Ja. Und dann wurde gesagt, jetzt mit jedem Schritt, den du wegmachst von dem Haus, wirst du immer mehr dieses Ich in 10 Jahren, weil du bist es schon. Du bist das, was du dir vorgestellt hast und jeden Schritt, den du machst, jeder Schritt verwandelt dich in diese Person und bringt diese Eigenschaften in dir hervor. Und das hat für mich, also ich bin wirklich aufgewacht mit Tränen in den Augen, weil ich mir dachte, das stimmt, ich will so sein, ich will diese Eigenschaften haben, ich will so selbstlos sein und so liebevoll und so, wie ich mir
dieses Ich in 10 Jahren vorgestellt habe. Mhm. Aber warum 10 Jahre warten, wenn diese Sachen in mir schlummern, so wie dieses Zitat eigentlich auch sagt. Und jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie einen Rat brauche, jedes Mal, wenn es mir schlecht geht, sicher, ich rufe manchmal meine Mama an, aber oft versuche ich mich wieder in diese Lage zurückzuversetzen und dieses Haus zu besuchen. Und ich mache das wirklich sehr oft. Erst vor kurzem war ich in Neufeld am See, habe mich einfach auf den Steg gesetzt, den Wind in meinen Haaren gespürt, das war kurz vor einem Gewitter. Und gerade dieser Wind hat mir sehr geholfen, in diese Welt wieder zurückzugelangen. Und da war ich halt wieder in dem Haus und habe einfach mein Ich um einen Rat gebeten. Mhm. Und ja, ich finde es einfach, wenn man das nicht selbst ausprobiert hat, dann kann man das wahrscheinlich gar nicht so nachvollziehen, wie viel es eigentlich mit dir machen kann. Und es bestätigt das Schöne, finde ich, wir haben dieses Zitat wirklich nicht abgesprochen. Ja. Das ist genau das, das bestätigt, also du bist das Meisterstück. Du hast das schon erkannt. Ja. Liebe Anna, du hast uns noch etwas mitgebracht. Genau, ich habe eigentlich schon ganz vergessen, was es ist. Ein Zitat, was die Anna sozusagen euch mitgebracht hat, euch auf dem Weg mitgeben will. Und jetzt bitte ich dich, das Zitat vorzulesen. Es ist auf Englisch, ich hoffe, das ist kein Problem. If there is even a slight chance at getting something that will make you happy, risk it. Life is too short and happiness is too rare. Und es ist mehr oder weniger etwas Ähnliches, wie was auf meinem Tattoo steht. Just go for it. Ja. Ich finde es einfach so wichtig. Ich treffe so viele Personen, die Wünsche haben, die Vorstellungen von der Zukunft haben, die immer sagen, ja, was wäre wenn oder irgendwann mal möchte ich das machen oder das ist eigentlich meine Passion, das will ich im Leben erreichen und die das dann aber nicht machen, weil sie Angst haben. Mhm. Und ich finde das Zitat super, weil wenn da Zitat, irgendeine Möglichkeit besteht, dass dich das wirklich glücklich macht, dann riskier es, was soll passieren? Ja. Das Leben ist so kurz. Man ist nur einmal in diesem Moment, man ist nur einmal in diesem Alter, in dieser Lebensphase. Mhm. Und wenn du diesen anderen Weg einschlägst, du kannst immer noch zurückkommen. Mhm. Und es ist einfach viel zu wichtig, dass man auf sich selbst hört und dass man seinen Weg geht. Man sollte einfach ignorieren, dass es da ein Risiko gibt oder so. I totally agree. Ja, yeah. Also Anna, vielen Dank, dass du heute da warst. Mein erster Gast. Yay. Viel Glück bei der Sendung weiterhin. Ich bin Dankeschön. Sehr gespannt auf alle anderen Folgen und alle Dankeschön. Anderen Gäste. Ich weiß, dass du bestimmt tolle Persönlichkeiten ausgewählt hast und auswählen wirst in Zukunft, weil du Dankeschön. Siehst einfach etwas in Menschen, das andere Personen nicht sehen. Dankeschön, Dankeschön. Ja. Ihr habt heute das Leben von Anna Laura Kummer erfahren anhand eines Zitates. Sie hat uns darüber berichtet. Anna hat uns jetzt auch noch ein Zitat zur Verfügung gestellt. Zitate sind Begleiter unseres Lebens. Zitate können uns unterstützen. Zitate können uns in Entwicklung wirklich helfen. Schreibt uns, wie euch diese Zitate in dieser Sendung heute unterstützen können oder werden oder auch schon haben vielleicht. Und was mir auch ganz wichtig wäre, schreibt uns Zitate, die euer Leben verändern, die bei euch etwas bewirken und stellt uns diese zur Verfügung in den Kommentaren. Wir freuen uns darauf. Looking forward.